Ja, Frau Präsidentin, ich glaube, das war so ein inniger Wunsch von Herrn Henkel, dass dieses Gesetz existiert. Vielleicht könnte er sich dann wenigstens hier reinbequemen, wenn wir darüber reden. Herr Henkel wird geholt. Einen Moment bitte, wir warten so lange. Ich sehe, der Senator ist eingetroffen. Bitte, Herr Dr. Lederer. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, das Gesetz war so ein Wunschgesetz von Herrn Henkel. Deswegen war ich auch ein bisschen überrascht, dass es nicht durch den Senat eingebracht worden ist, sondern durch zwei Fraktionen. Es war ja hier früher mal gute Tradition, dass man Vorgänge, die die direkte Demokratie betreffen, fraktionsübergreifend diskutiert und einbringt. Nun wissen wir schon länger, dass diese Koalition die Tradition nicht fortsetzen will. Seit SPD und CDU hier gemeinsam miteinander regieren, ist alles Sinn und Trachten darauf gerichtet, die Bedingungen für direkte Demokratie zu verschlechtern. Bürgerinnen und Bürger, die sich für ein Anliegen engagieren, als Vertreter von Partikularinteressen zu denunzieren und die Verfahren direkter Demokratie auszutricksen. Das wird mit diesem Gesetz fortgesetzt. Zwei Aspekte stechen besonders hervor. Der erste ist die Neuregelung der Eintragungsvorschriften bei der freien Sammlung. Nun erinnern wir uns an die Nebelkerzen einiger SPD-Bezirksamtsmitglieder bei der Tempelhof-Auseinandersetzung. Die unsachlichen Unterstellungen gingen damals so weit, dass gesagt worden ist, es sei systematisch manipuliert worden. Der Innensenator hat später auf meine Anfrage hin eingeräumt, und ich darf da zitieren, festzuhalten bleibt, dass den beteiligten Stellen keine Anhaltspunkte für Manipulationsversuche beim Volksbegehren über den Erhalt des Tempelhofer Feldes vorlagen und vorliegen. Der Diskussion über mögliche umfangreiche erfolgte Manipulationen von Unterschriftenlisten und Bögen fehlte es an einer substanziellen Grundlage. Ich sage an der Stelle wirklich, über eine Klarstellung hätte man mit uns reden können. Aber was nicht geht, ist die von diesen Sozis selbst evozierte Debatte ohne Substanzgrundlage zum Anlass zu nehmen, um die Hürden für die Anerkennung von Unterschriften letztlich weiter zu erhöhen. Das akzeptieren wir nicht. Wir erinnern uns zweitens an die Versuche des Senats, durch Instrumentalisierung von öffentlichen Unternehmen oder durch zweifelhafte Einflussnahme auf die Presseberichterstattung, zum Beispiel im Fall der Olympia-Bewerbung, die öffentliche Meinung in seinem Sinne zu manipulieren. Natürlich weiß der Senat, dass der Einsatz von Steuergeldern in Volksbegehrens- und Volksentscheidkampagnen unzulässig und verboten ist. Das soll jetzt geändert werden. In der Begründung des Gesetzentwurfs heißt es dazu, rechtliche Zweifel an der Zulässigkeit öffentlicher Werbung des Senats für seinen Standpunkt, auch unter Einsatz öffentlicher Mittel, werden durch eine klarstellende Regelung ausgeräumt. Und in der Einzelbegründung heißt es dann, die Bestimmung greift die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs auf und stellt klar, dass Senat und Abgeordnetenhaus ihre jeweiligen Positionen zu direktdemokratischen Vorhaben unter Beachtung des Gebots der Sachlichkeit in angemessenem Umfang in der Öffentlichkeit werbend vertreten dürfen. Eine angemessene Öffentlichkeitsarbeit setzt den Einsatz von Haushaltsmitteln voraus. Und dann folgt der Verweis auf eine Entscheidung oder auf zwei Entscheidungen, unter anderem eine des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs von 1994. Das, mit Verlaub, ist eine Unverschämtheit. Warum Bayern 1994, wenn wir eine ganz passgerechte und eindeutige Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg von 2009 haben? Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Das OVG hat in seinem Tenor gesagt, Zitat, die Berliner Landesregierung ist im Vorfeld eines Volksentscheids nicht zur Neutralität verpflichtet. Die Gemeinnützigkeit von Haushaltsmitteln schließt es indes aus Gründen der Chancengleichheit aus, dass sich die Landesregierung dieser Mittel bedient, um ihre parteiische Auffassung zu dem Volksentscheid der breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. In den Gründen steht dann, die finanziellen Mittel, mit denen der Staat erhalten wird, werden grundsätzlich von allen Staatsbürgern ohne Ansehung ihrer politischen Anschauungen und Zugehörigkeit erbracht. Diese Mittel sind dem Staat zur Verwendung für das gemeine Wohl anvertraut. Meine Damen und Herren, ich komme nicht umhin, hier eine ziemlich üble Täuschung und Trickserei zu konstatieren. Schon zu meinen Anfragen nach Transparenz über seine Mittelverausgabung für Werbekampagnen hat der Senat immer so getan, als gäbe es diese Entscheidung nicht. Jetzt wird erneut so getan. Ich finde, das ist ein starkes Stück. Es gibt nämlich keine rechtliche Zweifel an der Unzulässigkeit öffentlicher Werbung des Senats für seinen Standpunkt. Niemand bestreitet, dass der Senat seinen Standpunkt unter Beachtung des Sachlichkeitsverbots vertreten darf. Wirklich niemand. Aber wenn Sie behaupten, dies setze den Einsatz von Haushaltsmitteln voraus, dann steht das erstens nicht in der von Ihnen zitierten bayerischen Entscheidung und zweitens stimmt nicht, dass hier etwas rechtlich unklar wäre. Es ist ganz klar, was das OVG gesagt hat, keine Steuermittel für die parteiische Werbung in eigener Sache.
Das verschweigen Sie in Ihrer Vorlage, und ich kann nicht glauben, dass Sie das einfach übersehen oder vergessen haben. Nein, es ist ganz einfach. Die Entscheidung des OVG Berlin-Brandenburg gefällt Ihnen nicht. Deshalb verschweigen Sie sie, und deswegen wollen Sie jetzt das Gesetz ändern. Was Sie jetzt erlauben wollen, ist ein Freibrief für den Senat zum Verballern von Haushaltsmitteln für Kampagnen gegen Volksentscheide. Sind das Ihre Maßstäbe für die Einhaltung des Sachlichkeitsgebots? Dass Sie den Initiativen selbst konsequent keinerlei Kostenerstattung zubilligen, wir haben das ja hier schon des Öfteren diskutiert, verschiebt die Machtverhältnisse dann erneut zugunsten des Senats. Das ist inakzeptabel, und das widerspricht dem Geist der direkten Demokratie, nämlich dass der Souverän frei von Einflussnahme auf den Abstimmungsvorgang entscheiden soll. Klar, dass Sie auch offensichtliche Manipulationsfallen wie die Norm zur Festsetzung des Abstimmungstermins nicht beseitigen. Das liegt auf der gleichen Linie. Hätten Sie mit uns darüber geredet, ob man über Abstimmungsterminfestsetzung redet, ob man über Kostenerstattung für die Initiativen redet, hätte man über all das diskutieren können. Aber was Sie hier machen, ist nicht nur, wie ich schon gesagt habe, ein Bruch der Tradition in diesem Haus, solche Dinge miteinander zu verhandeln, sondern es ist eine Schwächung direkter Demokratie, und die lehnen wir ab.